Vielleicht auch eine, ja, ich finde das irgendwie so sommerlich. Keine Ahnung, wie die Ja, hallo, ihr Phrasen Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es einen Fullface auf Drogerietest. Ich werde diese Sachen testen. Manche sind nicht mehr im Standardsortiment, aber vielleicht hat man sie daheim und ich dachte einfach, ich möchte die Sachen testen und mache daraus gleich ein Video. Zum einen haben wir die Paradise Ecstatic Pomade. Finde ich cool. Dann haben wir Born Osway. Diese Palette auf jeden Fall mal von Essence. Sind mega geile Töne drin. Wollte ich einfach mal testen. Schön frühlingshaft. Dann habe ich einen Bronzer mir ausgesucht von Love. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber die Farbe scheint mir so, so schön zu sein. Dann habe ich auch einen Primer von NYX, den Honey Dewy Mega Primer. Als Foundation möchte ich die Garnier BB Cream austesten. Die hat mir die liebe Sunny zugeschickt und ich möchte unbedingt testen. Der Geruch, den mag ich. Dann habe ich einen Highlighter, einen Nigelnagelneuen von Maybelline aus der Puma Edition. Ja gut, geswatcht habe ich ihn schon. Und dann habe ich hier bei Max Factor bei Ellen Beatrix hier Kompaktpowder in der Farbe 06 Gulden. Könnte mir auch ein Ticken zu dunkel sein, aber bei meinem Gesicht geht das. Und ich dachte, wir verwenden heute auch einen mega schönen weißen Eyeliner. Ja, dies sind die Sachen, die ich gerne auf mein Gesicht packen würde. Lichtschutzfaktor trage ich das, aber alle Produkte in der Infobox. Und mein Körbchen kommt dahin. Zum Fixieren benutze ich einfach stinknormal mein Spray, damit wir einfach auf dem Schirm sind. Ich habe so viel deklattert, oh mein Gott. Ich habe ein Trash-Paket schon rausgeschickt. Eins habe ich heute vorbereitet. Ich muss die Sachen nur noch schön gründlich einpacken. Ja, wir fangen an mit dem Dewy Full. Schicke ich Dienstag wahrscheinlich raus. Mal gucken, wie ich das zeitlich einfach schaffe. Ja, das ist von NYX und hat mich sehr interessiert, was einfach mega geil aussieht. Und es ist wie Honig, wie ich es in den Videos sehe. Und es trägt mir tatsächlich... Das riecht sehr angenehm, finde ich. Bäh, das ist echt so glitschy. Aber es sieht geil aus, oder? Wenn man das da stehen hat. Und das trage ich mir jetzt auf. Ich hoffe, das verträgt sich hier mit meinem Gesichtspflege. Ich war heute schon geschminkt, also denkt nicht, dass es hier mein erstes Mal ist. Nö. Ich habe heute Muttertag und ich darf machen, was ich möchte. Ich habe aber schon einiges im Haushalt gemacht. Also von daher, ich finde, wenn man auch was liegen lässt, ne, ist jetzt nicht so dramatisch. Aber es staut sich dann gleich und dann hat man ewig viel. Also ich bin schon gerne jemand, der lässt auch gerne mal was liegen. Also ich bin überhaupt nicht Ding. Unchaotisch. Ich bin die chaotischste Person, die ihr jemals gesehen oder getroffen habt. Wir testen einfach mal mein Full Face. Hat man ja sonst nichts zu tun. Meine Tochter kommt um 7 vom Baba. Und Sohnemann und Vater sind unterwegs zum Opa. Und ich dachte, ja, warum nicht? Der hast ja Zeit. Genau. Dann habe ich hier die BB Cream. Die hat mich schon des Längeren interessiert, aber ich habe gedacht, ich habe 300 Foundations. Ich habe sie noch nicht gezählt, aber so in etwa kommt schon hin. Ich schüttel das Ganze mal und guck mal, wie sich das verhält. Ich finde, sie ist letztes Mal auf meinem Handrücken ziemlich nachgedunkelt. Ich hoffe jetzt nicht, weil ich jetzt auch noch so ein Puder benutze. Sie sieht sehr, sehr flüssig aus und ich trage es jetzt einfach mal auf den Primer auf. Der Primer ist sehr babbig, also das ist eine gute Grundlage, finde ich. Und die Foundation riecht auch ähnlich und da ist aber auch sicherlich Alkohol drin. Meine Augen reagieren sofort. Steht hier leider nicht drin, ne? Aber meine Augen sind so empfindlich, was Alkohol angeht, wirklich, dass ich auch diesen L'Oreal immer meine Augen zukneifen muss bei dem Concealer. Andere mögen, guck mal, wie gelb sie wird, ne? Vielleicht mochtest du ihn deswegen nicht, Sunny, weil der so gelb ist und auch wirkt, der oxidiert regelrecht beim Hinsehen. Ja, also wir gucken mal, vielleicht im Sommer mag ich eh etwas Leichtes,
gar nicht so cremiges. Ich mag eigentlich im Sommer überhaupt gar keine Schminke in meinem Gesicht, weil ich bin voll der Kopfschwitzer. Man fängt es bei dem Kopf und Füßen an und dann der Körper. Ja, es ist eine leichte Tagespflege. Ich denke, dass das Puder auch too much sein wird. Vielleicht nehmen wir auch gleich ein anderes. Mal gucken. Ich trage noch mal eine kleine dünne Schicht auf. Sie ist sehr, sehr flüssig. Schaut mal, das mag ich an Foundations. Das wisst ihr ja, denke ich mal. Und ja. Schaut mal, wie hell. Und dann, wenn man sie ausblendet, also gerade an meinen Rötungen, ich habe gar keinen Concealer, fällt mir auf. Dann nehmen wir doch gleich ein. Vielleicht war das auch zu viel. Und ich benutze gerade den Ebeline Sponge. Den liebe ich mit der abgeschrägten Seite. Den könnt ihr euch ruhig mal angucken für 2,95. Wirklich. Der ist echt gut und schön weich und verblendet das Zeug und saugt nicht zu viel Produkt auf. Also echt eine tolle Mischung und für 2,95 besser als der Beauty Blender bei Müller für 20 Euro. Ja. Ich guck mal gerade. Also Mädels, wenn ihr light seid, lasst den Scheiß. Ich bin nicht light, ich bin eigentlich schon immer eigentlich Medium. Also ich finde nicht, dass ich immer die hellste Nuance brauche. Aber ich finde, das hat so einen Orangestich, dass ich gar nicht weiß, wie ich das, ja, ausblenden soll. So, ist es, wie es ist. Ich habe mir mittlerweile so Mikrofasertücher genommen, um meinen Scheiß hier immer wegzumachen. Aber ja. Da tupfe ich jetzt auch ein bisschen mal meinen Schwamm sauber, damit ich nicht mehr so viel Produkt aufnehme, sondern eher abgebe. Habe ich den Schwamm gekillt. Fast. Mit meinem Nagel so. Ja, okay. Ja, geht schon noch. Aber keine Light. Das ist wirklich Light to Medium. Und ich würde eher sagen, im Medium-Bereich. Sie ist oxidiert halt irgendwie. Aber sie oxidiert nicht nur im Gesicht, sondern auch auf meinem Handgelenk. Das habe ich letztes Mal schon gesehen. Deswegen habe ich mir da ein paar Gedanken zugemacht. Ob das überhaupt was bringt. So als Concealer, ich hole mal kurz ein. Als Concealer habe ich den hier. Das ist auch von L'Oreal. Ich weiß noch nicht, ob ich den behalten werde. Deswegen teste ich den jetzt nochmal, weil das auch eine sehr, sehr dunkle Farbe ist. Kaum schon fast, ja. Und schaut mal, das ist eigentlich schon bronzerähnlich. Wenn man es so anguckt. Wo habe ich jetzt meinen Schwamm? Da, also er lässt sich schon gut einblenden, sag ich mal, und wirkt dann auch nicht ganz so dunkel. Aber das ist so eine BB-Geschichte und ich denke, dass ich den aussortieren werde, weil ich nutze sowas nicht. Also auch für den leichten Tag werde ich kein, dann benutze ich lieber gar keinen Concealer. Aber ich finde, das ist gut ausgeblendet und passt schön zu mir. Ja, also der geht raus. Den packe ich natürlich ins Körbchen, damit ich euch aufschreiben kann, was ich benutzt habe. Aber ich denke nicht, dass ich ihn benutzen werde. Und manchmal, wenn da zu viel, glaube ich, Parfüm drin ist oder Silikon oder irgendwas, was meine Haut dann irgendwie reizt. Also ich bin mittlerweile wirklich ein bisschen empfindlicher geworden. Meine ist kaum. Ich ziehe mir jetzt meine Augenbrauen mit dieser Pomade nach. Das ist von L'Oreal, wie gesagt. Das Coole ist, man kann es dann hier so hoch machen und man könnte mit der Pomade, also mit dem Teil hier so malen. Ja, das war auf jeden Fall die Paradise Ecstatic. Oh mein. Echt jetzt. Paradise Ecstatic. So sieht es aus. Und hier, die hat mich gleich interessiert, als sie auf den Markt gekommen ist. Aber ehrlich gesagt, wisst ihr, das ist immer so eine Sache. Dann interessiert man sich für diese Sachen. Und dann ist es schon wieder, ja, vorbei mit dem Hype.
Das ist übrigens, da sind 3 Gramm drin und das ist Light Blond. Und Light Blond finde ich immer so ein bisschen grünstichig, wenn man auch im Pott guckt. Das sieht so ockerfarben aus, ist immer schwierig. Vielleicht dunkelt es einen Ticken nach, dann wird es mir besser gefallen. Weiß nicht, ob ihr da was erkennen könnt. Nicht meine liebste Farbe. Also man braucht auch nicht ganz so viel Produkt. Aber es ist echt light blond. Also ich bin schon blond, aber es ist mir fast schon ein Ticken zu blond. Wisst ihr, was ich meine? Meine Härchen sind etwas dunkler, aber nur etwas. Ich könnte es natürlich mit etwas setten, aber ja. Was sagt ihr dazu? Passt eigentlich schon, oder? Aber ich finde doch irgendwie, dass es so einen Grünstich hat. Seht ihr das, was ich meine? Mein Favorit ist es gerade nicht. Nee. Macht das auch mal sauber und ja. Wo ist jetzt der Deckel? Also gefällt mir nicht. Enttäuschend von der Farbe her. Sonst das Prinzip finde ich auch cool bei Benefit. Aber ja, es ist irgendwie blöd. Ich trage mir als Eye Primer einfach meine Eye Foundation von Catrice auf. Die möchte ich jetzt eher aufbrauchen. Ich habe noch so einen Stain drauf. Das mag ich eigentlich, so eine Lippenstifte, die einziehen. Da braucht man sich immer keine Gedanken machen, finde ich. Ja, diese Eye Foundation ist okay. Es wird kein Favorit. Es wird auch kein Nachkaufprodukt sein, weil es halt eben keine Farbe abgibt. Ist so eine glitschige Geschichte hier und manchmal trägt es zu viel auf, dann kriecht das alles. Und also ansonsten, ja, ist okay. Manchmal zu viel, dann also richtig schön einklopfen. Ja, von der Creme, also von dieser Baby Foundation bin ich schon begeistert. Ich meine, ich habe es jetzt nicht gesettet und es ist trotzdem gut. Ich probiere es jetzt mal zu setten und zwar mit dem Teil hier. Ja, viel dunkler ist es jetzt auch nicht. Aber man braucht halt nicht so viel zu setten, weil sie schon relativ matt ist. Nicht mal der Concealer kriegt jetzt gerade in die Falten, weil da ja eh keine Farbe drin ist. Ja, sieht doch ganz nett aus, das Puder. Ich finde nur immer unpraktisch. Also für unterwegs, okay, ne? Da ist man schon in der Lage, so ein großes Teil mitzunehmen. Ich allerdings habe so eine riesen Tasche und dann nehme ich lieber einen Pinsel mit, weil ich trage es eh nicht mit dem Schwamm auf. Ja, keine Ahnung. Aber die Farbe passt und ich denke, im Sommer mache ich das Ding platt, weil von der Farbe her 06 ist schon heavy. Und jetzt ist Frühling, jetzt passt es auch, aber zum Herbst wird das wieder weniger. Ja. Genau. Dann trage ich mein Bronzer auf. Das wird der Love sein. Oder nee. Doch. Wir tragen jetzt den Love auf. Ich mag jetzt nur mal rumtesten, rumprobieren. Dann nehme ich so einen kleineren Pinsel. Das ist von diesem Blom. Und gehe da so richtig schön rein. Die sind ziemlich cremig, wie ich finde. Es ist so ein Blush-Bronze-Ersatz. Aber ich mag die Farbe echt gerne. Ich hoffe, die bleibt auch auf meinen. Wirklich. Das ist so cremig. Man sieht das an der Textur. Die verändert sich dann. Aber richtig schön. Also da braucht man eigentlich gar keinen Highlighter.
Die Farbe werde ich definitiv weiter nutzen. Gerade für den Sommer finde ich sowas wunderschön. Und das hat sich auch gar nicht so gekrümelt oder so und sieht auch gar nicht aufgesetzt aus. Trotz Pudergrundlage, das feiere ich an so cremigen Geschichten. Wenn das dann nicht so komisch aussieht. Ja. Gott, ich werde so richtig faltig bald. Okay, auf meiner Nase habe ich ziemlich glowy, aber ich stehe auf glowy Look. Also hat richtig schön so sonnige Küsten. Hier habe ich irgendeinen Stich. Also es ist kein Pickel, es ist ein richtiger Stich. Es brennt, also es ist richtig heiß. Da hat mich irgendwas gestochen. Ja, aber natürlich Textur kommt halt hervor. Nicht überwiegend, aber ja. Aber ich mag das und es bleibt definitiv, ist Dazzle Bronze. Ich habe mir das ganze Set, ja, dieses Trio. Das Trio werde ich wahrscheinlich abgeben, aber den werde ich behalten, weil ich Dazzle Rose behalten werde und auch den. Also Dazzle Rose habe ich, glaube ich, nicht abgegeben. Toll, feiere ich. Und als Highlighter, meine Lieben, tragen wir jetzt den Puma noch oben drauf auf. Wobei das echt nicht notwendig ist, gell? Der schimmert auch sehr, sehr schön. Könnt ihr das sehen? Der hat so ein Roségold, aber gar nicht so. Ja, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ob der da überhaupt durchkommt. Sonst testen wir den noch einmal. Ich bin jetzt auch irgendwie nicht davon ausgegangen, dass der so arg ist. Nee, man sieht keinen Unterschied, ne? Weil die beiden ähnlich sind. Vom Ton her, ja, sieht man keinen Unterschied. Okay, dann testen wir den einfach nächstes Mal. Ich sette mein Gesicht. Bevor wir zu den Augen kommen. Und diese wunderschöne Palette benutzen. Ich fange an mit diesem Creme-Weißton und trage mir den erstmal über die Augenbrauen, also unter die Augenbrauen, nicht oben drüber, sondern so unten drunter. Ich benutze gerade den zu Eva Soft Definer. Ich sehe, da steht gerade vegan drauf, ist mir noch nie aufgefallen. Aber das ist synthetisches Das wird mich Haar. nicht stören, so ein bisschen Lippenpflege drauf. Meine Augen sind eh gerade so empfindlich, keine Ahnung, woran es ist. Hammer. Okay, wir bleiben bei dem Pinsel. Ich gehe natürlich in das Orange. Wie soll es anders das sein? Könnte man auch als Blush benutzen. Ich trage das jetzt erstmal hier so auf. Also, falls ihr die Palette da habt, könnt ihr diesen Look ja auch super gerne nachschminken. Das wird sicherlich was Frühlingshaftes, weil diese Farben schreien ja eigentlich nach Frühling. Also, viele haben die ja noch, denke ich mal. Also, nicht alle haben sie ja ausgemistet. Und ja, es ist auch so ein bisschen nach Mac nachgemacht, ne? Ich meine, gut, die Drogerie muss auch gucken, wo sie bleibt. Okay. Ich würde auch tatsächlich auf meinem beweglichen, also hier hinten, ein bisschen mehr Farbe auftragen. Nett. Gefällt mir schon mal ganz gut. Pinsel kann man auch übrigens auf so Tücher sauber machen. Und dann gehe ich in einen schönen schimmernden Ton rein. Da benutze ich den hier erstmal. Und den trage ich jetzt erstmal da auf, wo ich, ja, wo ich erstmal Platz habe. Ich muss sagen, die Palette gefällt mir wirklich gut von der Farbzusammenstellung. Die war auch die einzige, die mich von Essence Sortiment so richtig interessiert hat. Ich glaube, ich hatte schon mal eine davon. Ist ja die erste, die ich euch damit vorgestellt habe, aber irgendwie, ja. Und dann das, was schiefgegangen ist, kann man einfach wegblenden. Okay, dann feuchte ich mal diesen Pinsel da an. Das mache ich mittlerweile immer mit dem Fixplus, aber auch nur, weil das so präzise spritzt.
Und tue mein Lid so ein bisschen da, wo halt noch nicht so richtig Produkt drauf ist. Okay, dann mache ich den Pinsel nochmal sauber und gehe in dieses Türkisblau. Diese Palette habe ich auch von der lieben Sarah. Die hat sie mir auch zugeschickt. Das weiß ich noch. Und trage mir das am unteren Wimpernkranz auf. Hier gerade so. Und meistens krümelt auch nichts runter, wenn man es gut gesettet hat. Okay, man könnte es natürlich so lassen oder man nimmt. Ja, Moment mal, ich mache mal meinen Pinsel so weit sauber. Da kommt ordentlich als Farbe runter, Kraft. ne? Ich weiß nicht, ob das zu viel ist, aber wir testen jetzt einfach mal. Ich bleib, ja, wie gesagt, ich gehe fahr schnell meine Kinder holen. Meine Männer, meine ich eigentlich. Aber man könnte auch manchmal Kinder sagen. Das ist ein Make-up Revolution Pro Supreme Lip Dip Liner, nicht Lip Liner, so sieht es aus. Und hat so ein, ja, eigentlich ist das spitz. Und ich teste, also es sind keine Bossen, es ist so, ich guck mal, was es ist. Ich sollte das vielleicht mal vorher schütteln. Viel Zeit, ich schüttel das mal. Okay, ich nehme euch jetzt gerade mit. Sozusagen beim Eyeliner ziehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil das so ein Plastikteil ist. Vielleicht muss man das mal austauschen, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hätte man jetzt noch weißen Nagellack, würde das noch besser passen, finde ich persönlich. Wisst ihr, das kratzt so die Ding weg. Muss man das so. Und das, ja, es ist wie so Tippex-Weiß. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Es hat mir einfach irgendwie zugesagt, das auszuprobieren. Und ja, deswegen machen wir das. Vergesst den weißen Nagellack nicht, wenn ihr das nachschminkt. Das sieht nämlich cool aus. Mit weißer Nagellack. Ja gut, dann machen wir jetzt die Lippen zusammen fertig. Für die Lippen suche ich mir irgendwas aus meinem Korb aus. Ich benutze den hier. Ich denke, dass der da ganz gut passt. Was ich immer mache, wenn mir was nicht gefällt, also wenn mir der Lippenstift ein bisschen too much ist, ich gehe da so mit dem Tuch lang, also Kosmetiktuch oder irgendwas und nehme fast alles ab, weil manchmal ist es mir einfach zu viel Lippenstift und ja. Ich denke, dass ich jetzt mal meine Wimpern tusche und Wimpern tuschen tue ich ganz stinknormal. Und dann hole ich euch nochmal dazu. So, meine Süßen, meine Wimpern sind getuscht. So sieht mein fertiger Look aus. Ich finde es, irgendwie hat das was. Es kann auch ein bisschen matt aussehen mit dem weißen Liner. Aber irgendwie auch nicht. Also ich meine, weil wir ja eigentlich relativ dezent sind. Ja, man könnte natürlich auch gar nichts auf den. Ich kann ihn aber nicht empfehlen, weil dieses Bürstchen so merkwürdig ist. Also ich fand bisher jetzt alle Produkte echt klasse auf dem Gesicht, bis auf die Augenbrauen und den Liner. Also diese Augenbrauen. So, Töchterchen ist wieder da. Also, ich fand bis auf die Pomade und ah ja, genau, drei Produkte, die es bei mir nicht geschafft haben. Einmal der L'Oreal, das ist der Bonjour. Nutista BB Cream für den frische Kick Anti-Wake Medium. Ich weiß es nicht, ob das ein Concealer sein soll oder ob man sich das ins ganze Gesicht patschen soll. Keine Ahnung. L'Oreal, ich hab's nicht so mit L'Oreal, glaube ich. Und den Liner an sich, dass er weiß ist, finde ich cool. Ist mal was anderes wie schwarz. Aber das Bürstchen, ich kann es euch nochmal zeigen. Das ist kein. Ich dachte, das sind Pinselhaare, aber das ist so. Schaut mal. Schaut mal. Das ist so ein Plastikstäbchen, was aber immer das Zeug da in der Mitte wegnimmt. Das hatte ich schon mal und das mochte ich nicht. Also bisher drei Dinge dürfen wieder heute gehen.
Sonst top. Top. Ich werde alles in die Infobox trotzdem schreiben. Und wir sehen uns das nächste Mal beim Full Face. Ciao.